Sonja Illitz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir über das Thema Ängste und Panikattacken loswerden bei HPU sprechen möchtest. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es einfach unglaublich viele HPUler betrifft und mich auch intensiv betroffen hat und dich ja auch. Und ich habe dich eingeladen, natürlich, weil ich sehr gerne mit dir grundsätzlich spreche, ja. Aber auch, weil du Heilpraktikerin bist seit über 17 Jahren und schon unzählige HPUler behandelt hast. Und weil du dazu noch Hypnotherapeutin bist, ebenfalls mit sehr, sehr großem Erfahrungsschatz. Ja, und diese Kombination, die ist einfach unglaublich wichtig, um aus den Ängsten rauszukommen. Aber richtig. Genau. Wir haben uns schon öfter über dieses Thema ausgetauscht und ich habe dir auch erzählt, als ich damals ja quasi alternativenlos an dem Punkt war, was mache ich denn jetzt gegen meine Ängste? Entweder ich nehme was Synthetisches ein oder ich probiere mal diese Hypnotherapie aus. Muss ich sagen, ich war skeptisch. Ich dachte, Hypnose, werde ich da irgendwie willenlos? Kann man da was mit mir machen, was ich gar nicht möchte? Denn ich war ja sowieso in so einem grundangsterfüllten Zustand. Und da hat mir dieses Wort Hypnose allein schon eigentlich wirklich noch mehr Angst gemacht. Und vielleicht kannst du einfach mal erklären, wie kann man sich das vorstellen? Was ist so eine Hypnotherapie? Wird man da mit so einem Pendel willenlos gemacht, wie bei einer Show? Oder wie läuft das ab? Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Hallo Sonja, danke, dass ich heute auch mit dir darüber reden kann. Denn es gibt einfach so viele, die betroffen sind und die mich aufsuchen oder die dich ja auch fragen in deinen Kursen. Wie hast es du geschafft, wie du schon erzählt hast? Ja, und tatsächlich ist Hypnose ja wirklich oft noch so behaftet. Und es war auch mein erster Kontakt mit Hypnose damals mit 19 in einer Disco, wo einfach jemand die Menschen auf die Bühne geholt hat und scheinbar willenlos gemacht, die ihren Namen vergessen haben, die nicht mehr bis 5 zählen konnten plötzlich. Und es hat mich einerseits fasziniert und andererseits natürlich auch erschrocken, weil das waren ja auch Menschen, die man gekannt hat, wo man wusste, was passiert jetzt da. Naja, viele, viele Jahre später bin ich selber eben, wo ich schon einige Jahre selber Heilpraktiker war, kam ich damit in Verbindung, weil ich gemerkt habe, in meinen Behandlungen war es einfach so, dass ich immer bis zum gewissen Punkt kam mit verschiedenen Therapiemethoden, aber die Menschen mir zwar sagen konnten, ich leide unter Ängsten oder Unruhe, aber man nicht weiterkam. Und da war ich selber auf der Suche, um noch irgendein Tool zu finden für meine Therapie, wo man noch ein bisschen tiefer blicken kann, wo man einfach noch an die Ursachen noch ein bisschen mehr drankommt. Heilpraktiker sind ja sowieso ursachenorientiert, aber irgendwie war irgendwann Schluss sozusagen bei einigen Menschen. Und dann kam ich auf die Hypnotherapie, habe mich selber da erstmal behandeln lassen und war absolut begeistert, was da einfach möglich ist, von Dingen auflösen, die man vielleicht gar nicht wusste, dass man da noch irgendwelche Defizite hat. Und genau, und so wollte ich unbedingt selber dann auch die Hypnose lernen. Das war eine ganz lange Ausbildung und ja, auf jeden Fall, das Tolle an der Hypnose ist, dass du in einen ganz, ganz tiefen Entspannungszustand reingleiten kannst und der aber gar nichts zu tun hat mit irgendwie willenlos oder so wie man es kennt, jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Du kannst es dir so vorstellen, zum Beispiel wie wenn du in einem Zug fährst und rechts und links die Landschaft an dir vorbeigeht und du einfach in deinen Gedanken versunken bist oder du bist in einem Kino, in einem ganz emotional, entweder in einem Krimi oder in irgend so einem Film und du bist da ganz und bist schon wirklich in dem Film fast gefangen und du gehst da wirklich mit, was in dem Film passiert, oder es ist ein emotionaler Film, wo du wirklich mit den Schauspielern zusammen weinst oder mit hinfieberst auf irgendwas. Und genauso kannst du dir auch den hypnotischen Zustand vorstellen, wo du einfach in einem Film, in dem Falle ja fast auch, drin, den ich dir erzähle, wo du einfach so mitgehst und wo du aber auch wie im Kino jederzeit die Augen aufmachen kannst oder während einem Fernsehfilm den Fernseher ausschalten kannst und du bist wieder
hellwach und da. Und genauso ist es bei der Hypnose auch. Ein Hypnotiseur kann dir nur das erzählen, was du auch hören möchtest und wo du auch wirklich mitgehen möchtest. Du hast jede Sekunde, jeden Satz, den ich dir sage, die Möglichkeit, da einfach auszusteigen und nicht mehr mitzumachen. Deshalb wird man auch nie jemanden hypnotisieren können, egal ob jetzt online oder offline, der da nicht mitgehen möchte. Ein Raucher, der nicht wirklich aufhören wird, der wird auch nicht in der Hypnose mitgehen. So. Ja. Und das ist auch wirklich eins der häufigsten Fragen, selbst privat, wenn ich sage, ich bin Hypnotiseurin oder Hypnosetherapeutin, dass die Leute manchmal sogar wirklich einen Schritt zurück machen, so hups, nicht das Tief. Also ja, das passiert mir immer wieder und manchmal muss ich wirklich innerlich grinsen. Aber ja, wenn man es nicht kennt, du kennst es ja jetzt, es ist ja wirklich, es kann wirklich in so einen echt schönen, entspannten Zustand richtig tief reinführen. Und auch ich mag selber noch mir auch meine eigenen Hypnosen selber anhören, weil das tut wirklich gut. Ja. Ich hatte sogar oft das Gefühl, dass ich geschlafen habe, ja, was ja nicht der Fall war. denn man wird ja danach dann quasi, wenn die Hypnose sich dem Ende zuneigt, wird man ja wieder zurückgeholt oder ja, das Bewusstsein wird quasi in einen anderen Zustand gebracht. Und da hatte ich oft das Gefühl, oh, das hat sich jetzt angefühlt wie ein schöner, erholsamer Schlaf. Ja, genau. Und tatsächlich in der Praxis vor Ort gibt es auch Menschen, die wirklich zwischendrin kurz schnarchen und am Ende wieder, wenn ich sage, ich mache die Augen auf, aufwachen. Das heißt, sie haben ja trotzdem oder das Unterbewusstsein, was wir ja da erreichen wollen, die Ursache der Angst, hat ja trotzdem zugehört, sonst würdest du ja nicht die Augen aufmachen. Ja. Ich glaube, jeder, der Ängste hat, der spürt es irgendwie auch, dass die an einem Ort verankert sind, den man so willentlich gar nicht beeinflussen kann. Denn ich wusste zum Beispiel immer, dass die Angst jetzt gerade völlig unangebracht ist, dass sie nicht real ist, dass sie total übersteigert ist. Ja. Aber ich konnte den Schalter nicht umlegen. Und das höre ich von ganz, ganz vielen Betroffenen, dass sie sagen, ich weiß, dass U-Bahn-Fahren nicht gefährlich ist oder auf einem hohen Turm stehen. Naja, wenn man sich anständig verhält, ist es natürlich nicht gefährlich. Ja? Aber ich kann in dem Moment, wo das Ganze wieder aufkeimt, kann ich diesen Schalter nicht umlegen, dass sich diese Angstspirale nicht wieder aufbaut. Und ich denke, der Grund dafür ist, dass diese Angstgedanken eben im Unterbewusstsein verankert sind. Und das können wir halt in einem klaren, willentlichen Zustand nicht beeinflussen. Und genau da setzt diese Hypnotherapie an, dass wir in einem Zustand sind, in dem wir das Unterbewusstsein nochmal neu beschreiben können. Und mit einfach positiven Affirmationen, die genau auf die Situationen passen, die Angst machen. Und das Tolle ist ja, ich muss gar nicht jedes Mal zu dir in die Praxis kommen, einen Termin ausmachen und mich da hinlegen und eine halbe Stunde quasi deine selbstgesprochene Hypnose anhören. Erklär mal, wie es viel leichter abläuft. Ja, und das ist natürlich sogar etwas, was Corona mit sich gebracht hat, die Pandemie da, weil zuerst habe ich ja immer nur in der Praxis hypnotisiert und dann waren ja immer mehr durch die Pandemie immer mehr, dass die Menschen gesagt haben, ich bin Kontaktperson, wie das halt vor einiger Zeit war, da kann sich ja jeder dran erinnern, dass ich gesagt habe, ja, dann lass uns einfach mal online die erste Anamnese machen, dass wir uns kennenlernen, man lernt sich ja sogar so noch besser kennen als mit Maske. Und dann spreche ich dir das auf und schicke dir das. Und das Tolle ist, es funktioniert sehr, sehr gut. Und es funktioniert sogar aus dem Grunde noch besser, weil du hast die Hypnose zu Hause. Du kannst sie immer wieder anhören. Du kannst praktisch diese Festplatte immer weiter überschreiben und diesen Pfad, wie wenn du eine Wiese neu betrittst, einen neuen Weg bahnst über eine Wiese. Je öfter du da auf diesem Weg gehst, umso tiefer geht es und umso besser kommt es auch im Unterbewusstsein an. Und das ist einfach ganz toll. Und das ist so, dass ich mittlerweile
nur noch online tätig bin. Ja. Und vor allem für Angstpatienten ist es ja so, dass viele ja auch damals schon gesagt haben, ich würde das gerne machen, aber ich weiß gar nicht, wie ich zu dir komme, sondern ich traue mich nicht, mit dem Zug zu fahren, der bei uns ja hier sogar hält. Ich weiß nicht, Ja. ich brauche jemanden, der mich fährt, und selbst dann habe ich schon Unruhezustände oder Reizdarm oder was auch immer. Also so ist es eigentlich, das ist wirklich ein großer Gewinn, Genau. dass ich jetzt online tätig bin. Ja, das und eben auch das Gefühl, ich kann das selber für mich tun. Du Ja. gibst das Werkzeug in die Hand und dann kann ich selber entscheiden, wie oft kann ich mir das anhören. Ich habe zum Beispiel in meinen schlimmsten Zeiten habe ich mir diese Hypnose dreimal am Tag angehört Ja. und konnte mich da unheimlich gut wieder, konnte das Nervensystem beruhigen und einfach in den Zustand kommen, wann ich es wollte und nicht, wann ich einen Termin Richtig. irgendwo Stimmt. habe und dann wieder mit Aufregung in eine Praxis fahren muss. Also das finde ich unglaublich toll und Ja. auch im Vergleich zu den anderen Therapieoptionen, die man so hat, ja, völlig nebenwirkungsfrei. Ja, das muss man ja auch mal sehen. Also wenn man hier vor der Wahl steht, nehme ich synthetische Medikamente ein, die die Angst runterdämpfen. Da hatte ich immer das Gefühl, naja, das ist halt eine Symptombekämpfung. Aber wenn ich diese Mittel wieder weglasse, dann stehe ich mutmaßlich genau da, wo ich vorher auch war. Das ist halt das Gemeine manchmal, weil das natürlich verlockt, wenn man in so einem ganz, ganz schlimmen Zustand ist, dass man sagt, ich kann einfach nicht mehr anders, ich muss jetzt da Tabletten nehmen, dass es einfach erstmal aufhört sozusagen. Aber letztendlich verschiebst du das Problem nur. Es geht Ja. nicht von heute auf morgen und es geht auch nicht schnipp und weg und Hypnose macht es sofort weg. Also egal, weshalb jemand zum Hypnotiseur geht. Es braucht einfach da wirklich, wenn du dir vorstellst, du bist irgendwann in eine schlimme Panikzustand, Unruhezustand gekommen. Es fühlt sich zwar an, als wäre es plötzlich gekommen, aber es hat sich trotzdem über die Wochen, Monate, vielleicht auch sogar bei den meisten Jahre aufgebaut. Du kannst es dir so vorstellen, dass es einfach wie so ein Haus ist, dass vielleicht schon ganz unten im Fundament, dass es da schon Löcher in der Kindheit vielleicht gab. Das muss nicht mal eine schlimme Kindheit sein, das kann auch ein paar komische Erlebnisse sein. Und gerade Menschen mit HPU, hier sind wir ja wieder, die sich Sachen besonders zu Herzen nehmen, die Dinge ganz anders wahrnehmen, weil sie eh schon hypersensibel sind. Und da setzt sich solche Sachen in der Kindheit und Jugend noch mal mehr im Unterbewusstsein fest. Und wenn hier bei einem Haus schon das Fundament sozusagen Löcher hat und irgendwie wackelig wie auf Sand gebaut oder so ist, dann muss man natürlich mit der Hypnose, wenn man an der Ursache, dann muss man unten anfangen, am Fundament von dem Haus, damit man nachher irgendwann auch richtfest feiern kann. Ja, Genau, ja. ich glaube, ganz häufig gibt es eben die Erfahrung bei HPUlern, ich kann mich auf meinen Körper nicht verlassen. Immer wieder Schwindel, Migräne, teilweise mit Sehausfällen, Übelkeit, Reizdarm in allen möglichen Variationen. Das sind ja die Dinge, die einfach viele über ganz viele Jahre mit sich rumtragen, bevor sie dann endlich zur Diagnose HPU kommen. Und alleine das reicht ja schon aus. Das ist ein Richtig. perfekter Nährboden, um eine Angststörung zu entwickeln. Drum ist ja HPU und Ängste, Ja. Unruhe so miteinander verknüpft, verbunden. Deshalb kommt es Ja. oft so einfach. Und deshalb ist es auch wichtig, beide Säulen aufzubauen. Also praktisch das Haus wirklich einmal die Mikronährstoffe auf einen guten Weg zu bringen, zumindest, und auch durch Hypnose zum Beispiel das Mentale. Weil selbst wenn du jetzt über Monate vielleicht die HPU-Therapie schon gut fruchtet und du das Gefühl hast und auch dein Blutbild, dein Darmanalyse, die Hormone, alles ist in einem relativ guten Gleichgewicht, dann fehlt bei den meisten ja trotzdem noch dieses Mentale, weil die Ereignisse aus der Vergangenheit, dass ich in Ohnmacht gefallen bin zu allen möglichen Zeiten und unmöglichen Situationen, dass ich Reizdarm hatte an bestimmten Stellen immer wieder. Das bleibt ja trotzdem im Unterbewusstsein hängen, selbst wenn der Körper plötzlich durch die HPU-Therapie stabil ist. Deshalb ist es wichtig,
da beide Säulen auf ein gutes Niveau zu bringen. Und genauso wie die HPU-Therapie geht ja auch nicht von heute auf morgen, ich nehme mal 3 and you basic oder was auch immer. Ja, geht, also genauso muss das mit der mit der Hypnosetherapie auch gemacht werden. Also das kann man wirklich so vergleichen. Und wenn jemand zu mir kommt und möchte Hypnosetherapie und er sagt, er hat mich irgendwo gefunden oder kläre ich auch immer ab, wenn es ein HPU-Patient ist, ob er wirklich schon auf einem guten Weg ist. Weil wenn nicht, sage ich das, du kannst die Hypnose 1000-mal anhören, du kommst bis zum gewissen Punkt, du kannst dich wieder beruhigen, aber irgendwann macht der Körper wieder schlapp. Und umgekehrt. Ja, du bist genau. mit der HPU-Therapie auf einem guten Level, aber du bist mit der Hypnose auf einem guten Level, ja. Aber wenn das Körperliche nicht auch auf einem guten Weg ist, dann macht der Körper immer wieder schlapp. So. Ja. Und dann kommst du ja wieder in diese Angstspirale rein, dass du dich wieder nicht verlassen kannst auf den Körper und so. Und so dreht sich alles immer wieder hoch. So, und das ist ja auch von dir und auch von mir die Erfahrung und auch von unseren Coaching-Patienten. Ja, genau. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass beide Säulen auf einem guten Niveau sind und nicht nur eine. Ja, genau. Sonja, du hast auch in den letzten Monaten ein Online-Programm entwickelt für alle, die jetzt sagen, das ist interessant, das könnte ich mir gut für mich vorstellen. Vielleicht magst du da noch mal ein paar Worte dazu sagen. Was ist das? Was hast du da kreiert? Ja, über die vielen verschiedenen Patienten mit Ängsten, mit Panik, mit Unruhe hat sich immer wieder herauskristallisiert, dass es ganz bestimmte Schritte gibt, wie wenn du dir wieder das Haus vorstellst. Ich finde, das ist immer ein super Beispiel, dass man sagt, man fängt am Fundament an und es gibt ganz verschiedene, Schritte, die aufeinander aufbauen. Man fängt an letztendlich in diesem Online-Kurs mit tiefem Atmen, mit zu sich selber kommen, dass ich wirklich durch den Atem schon alleine den Körper beruhige. Und dann geht es weiter mit kleinen Hypnosen und die werden dann immer größer und SOS-Hypnosen letztendlich, wo du Schritt für Schritt durchgeleitet wirst durch diesen Kurs, dass du am Ende, der Kurs dauert 12 Wochen, sollst aber den Kurs in deinem Tempo durchmachen, weil da werden verschiedene Themen auch aus der Kindheit, Jugend und verschiedene Themen vom Fundament oder von weiter oben in diesem Haus angesprochen und bearbeitet. Letztendlich, dass du die Wochen für dich nutzt und wenn du ein Jahr für den Kurs brauchst, ist es auch völlig in Ordnung. Das heißt, du wirst Schritt für Schritt durchgearbeitet, sodass du am Ende deinen Notfallkoffer hast mit kleinen Übungen, Hypnosen, die dir auch bleiben. Und da sind auch wirklich welche mit drin, die ich selber auch teilweise noch anhören, weil sie mir gut tun. Ja, genau. Sehr schön. Wann kann man das starten? Der Kurs ist so aufgebaut, dass du jederzeit starten kannst. Am Anfang hatte ich immer verschiedene Starttermine, aber jetzt ist es einfach so, dass wenn jemand den Entschluss schafft, fasst, dass er sagt, so und jetzt packe ich es, jetzt möchte ich, dann möchte ich nicht noch bis in 2 Monaten bis zum Kursstart warten. Das kennst du ja auch von deinem HPU. Und dann habe ich es irgendwann umgebaut, sodass man jederzeit starten kann in deinem Tempo. Der Kurs führt dich für dich in deinem Tempo genau dadurch, Schritt für Schritt. Ich bin im Hintergrund für Fragen. Ich bin da in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und ja, es gibt auch jeden Monat einen Live-Vortrag von mir, zum Beispiel Ernährung und Ängste, Histamin und Ängste, HPU und Ängste. Es gibt ja auch Menschen, die in dem Kurs sind, die von HPU noch nie was gehört haben. Was ich dann immer, alles, was sich darum noch so rankt um Ängste, was man noch vielleicht selber auch zusätzlich tun kann. Und das ist dann auch fürs Unterbewusstsein wieder wirklich ein wichtiger Punkt, dass das Unterbewusstsein auch merkt, aha, ich bin gar nicht hier in einer absoluten Sackgasse. Ich kann immer noch irgendwas tun. Ich muss mich nicht im Bett oder auf der Couch verkriechen und es geht für mich nicht mehr weiter. Das ist ja auch oft das Problem, was Menschen mit Ängsten irgendwann haben. Es fühlt sich ja alles so an, als ist das Leben für mich hier, naja, zu Ende nicht, aber wo ist die Lebensfreude, wo ist die Leichtigkeit? Ich habe ja alles probiert. Ich war beim Arzt, ich war beim Therapeuten, ich war beim Heilpraktiker.
Ja, gibt ja nichts für mich. Ja, oft das, ist es, oft ja. ist es auch so, dass der Spielraum immer kleiner Ja. wird, der Radius Ja. wird immer kleiner und Richtig. irgendwann sitzt man halt nur noch zu Hause Ja. mit der Angst Ja, und denkt sich, ja. oh Mann, Genau, und werde ich das jemals wieder los und warum das Gemeine ist eigentlich? ja, dadurch wird es ja immer größer. Dieses Schreckgespenst Ja. wird ja immer größer. Die Angst vor der Angst wird immer größer, je mehr man sich zurückzieht. Und da möchte der Kurs und ich auch wirklich immer wieder ermutigen. Der ist auch so aufgebaut, dass man zu einem ganz späten Zeitpunkt ist auch eine Hypnose dabei, dass man sagt, okay, jetzt, wenn du dich so weit fühlst und du bist jetzt so gestärkt durch die verschiedenen Übungen, da ist auch ein Workbook mit dabei. Jetzt mach einfach mal einen Schritt weiter aus der Komfortzone raus. Nur einen kleinen Schritt, damit dein Unterbewusstsein wieder merkt, ah ja, okay, schau, das geht schon besser als vor 3 Monaten oder vor 2 Wochen, Ja. je nachdem. Also das finde ich total wichtig und auch, das kann dir ja niemand abnehmen. Du musst es ja selber tun. Wenn jemand Flugangst hat, irgendwann muss er ja, wenn er gestärkt ist, Ja. irgendwann einen Flug buchen bis zum Abflugtermin, das nervlich noch durchhalten Ja. und dann auch in den Flieger steigen und dann entweder oder. Also Ja. so ist es ja Aber schon. Zu einem ja. späten Zeitpunkt in dem Kurs, weil Genau. du hast ja ganz andere Erfahrungen. Ja, das hast du mir ja schon erzählt. Ja. Ja, ich finde es ganz wichtig, vor allem für HPUler eben da den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, bis einem so eine innere Stimme sagt, jetzt Genau. möchte ich es versuchen. Ja, also Weil das ist alles es. andere erzeugt nur so einen unnötigen Stress, dass man sich wieder extrem nach hinten Ja, katapultiert. klar, ja, der Meinung bin ich ja auch. Deshalb ist es Ja. zum ganz späten Zeitpunkt. Da hast du ja schon 5/6 des Kurses durchlaufen Ja. und da solltest du ja normalerweise plus Mikronährstofftherapie auf einem guten Stand sein. Ja, Genau, absolut. ja. Weil das kann dir niemand wegnehmen. Der erste Schritt nach draußen, egal wann du den machst, ist natürlich erstmal, warnt auch wieder das Unterbewusstsein ein bisschen vor. Achtung, da ging es dir schon mal schlecht. Ja. Ja. Sonja, ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke. Ich schlage vor, wir verlinken alles unter dem Video. Ja. Und Super. wer sich angesprochen fühlt, der findet den Weg zu dir. Richtig, na klar. Genau. Vielen Dank, Sonja. Gern. Danke, Sonja. Ciao. Tschüss. Ciao.